So, hallo alle miteinander. Erstmal schön, dass wir heute hier sein können. Hat uns soweit alles Spaß gemacht. Wir sind ein fünfköpfiges Team aus Karlsruhe, die jetzt als Studenten extra hergekommen sind. Und ich will jetzt gleich mal reinspringen. Wer kennt sich aus mit Objektorientierung? Das sind hier jetzt vermutlich ziemlich viele, aber in der normalen Welt ist es ein eher schwieriges Konzept. Gerade Schüler ist etwas schwierig. Und besonders in der Schule haben wir so wenig Kontakt heutzutage noch mit Informatik, obwohl das so ein wichtiges Feld ist. Das liegt hauptsächlich daran, dass es ein schwieriges Feld ist. Ich meine, es ist abstrakt, es ist irgendwie schwierig, sich das vorzustellen. Und gerade schwierige Konstrukte daran, wie Klassen und Instanzen oder Arrays und so, sind für einen Laien etwas so Unbegreifliches. Und da setzen wir an. Wir überlegen uns nämlich, das Ganze zu visualisieren. Wir wollen das Ganze darstellen und in einer grafischen Anzeige modellieren. Wir haben dabei aber nicht nur die Möglichkeit, Diagramme zu erstellen, sondern wir zeichnen konkrete Objekte in unserem Editor hier, die wir ineinander legen können, um eine Objektstruktur aufzubauen. Diese wird dabei simultan die ganze Zeit übersetzt, wie wir hier drüben einen Übersetzer sehen können, der mehrere Sprachen jederzeit übersetzen kann, und Sie können mit jedem Hinzufügen eines Objektes im Editor sehen, wie sich dann die jeweiligen Zeilen verändern. Wir haben versucht, das Ganze natürlich auch möglichst auszubauen. Wir haben mehrere Werkzeuge auf der linken Seite, durch die wir durchschalten können, die auch schön immer versteckt haben, was sie heißen. Wir haben unten eine Übersicht über alle erstellten Klassen, aus denen wir uns zum Beispiel dann neue Instanzen generieren können. Wir haben rechts, außer unserem Codefenster, auch eine Möglichkeit, noch irgendwie Member zu bearbeiten oder irgendwelche Eigenschaften, und wollen einfach dadurch das Erlernen von Objektorientierung und den Grundlagen der Programmierung etwas vereinfachen. Wie Sie sehen, bauen wir hier jetzt gerade ein kleines Gesicht zusammen mit Attributen wie Augen und Hut, und das Ganze wird hier dann sofort umgesetzt, wie Sie hier unsere Klasse Hut, die einen Deckel besitzt, sehen können. Wir haben da recht viel reingesteckt. Wir haben eine Grafik-Engine gebaut, wir haben versucht, mit Suchalgorithmen die Erstellung zu optimieren. Aber es gibt natürlich noch so viele Dinge, die noch fehlen. Wir könnten noch Generics reinbringen, Vererbung oder das Ganze noch eine Stufe weiterbringen. Wir hatten eigentlich sogar vor, ein ganzes Lernprogramm daraus zu machen, was Level für Level Schülern und dergleichen beibringen kann, wie man programmiert und was Objektorientierung eigentlich bedeutet. Das ist dann natürlich etwas ferner in der Zukunft, aber wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten als nur 24 Stunden, denken wir, lässt sich da noch eine ganze Menge machen. Das ist natürlich auch in verschiedene Ebenen und Level gekennzeichnet. Und so setzen wir hier ein Gesicht zusammen, hoffen, dass sich jeder damit einfach Programmieren und Objektorientierung besser vorstellen kann. Danke sehr. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, mich würde mal interessieren, ich habe ja jetzt gesehen, da gab es eben diese Klasse Gesicht und da wurden Augen dazu gefügt, aber im Code habe ich nicht gesehen, sind es dann Attribute vom Code geworden, oder könnt ihr das vielleicht gerade nochmal erläutern? Genau. Ah, okay, das heißt, das sind alles, was ihr da eingefügt habt, sind als Attribute in die Klasse reingeschrieben worden. Genau. Ah, okay, sehr gut. Und wir haben auch versucht, das automatisch zu verbessern. Zum Beispiel, dass mehrere Augen sind, haben wir automatisch ein Array daraus erstellt. Man könnte jetzt auch die Möglichkeit geben, statt eine Liste zu erstellen, aber wir wollten jetzt eher so in den Grundzügen bleiben, die Dinge, um zu verstehen, was es überhaupt bedeutet, ein Array zu haben. Und auch, man sieht ja auch gut, dass halt das sich nach der Sprache richtet. Wir haben hier Getter und Setter, ganz typisch für C#. Wenn wir das aber jetzt umsetzen, oder zum Beispiel in Java gehen, dann haben wir hier die Getter und Setter als richtige Methoden definiert. Dass man auch sehr gut vergleichen kann, was eigentlich der Unterschied ist zwischen den verschiedenen Sprachen. Wie habt ihr denn das Transparing von den verschiedenen Sprachen gelöst? Die Übersetzung? Genau. Okay, also, wir haben ja an sich diesen ganzen Baum. An sich ist das Ganze natürlich abstrakt dargestellt durch Klassen und Instanzen, die jeweils aufgebaut sind. Und an sich müssen wir jetzt nur da durchlaufen und mit verschiedenen Grammatiken, kontextfreien Grammatiken hauptsächlich, das dann ersetzen.
Wir haben eine Translator-Klasse, die dann Strategien enthält für die verschiedenen Sprachen und dann da jeweils delegieren kann, wie sozusagen ein Attribut jetzt konkret in dieser Sprache auszusehen hat, mit Color Codes und allem. Okay. Ich würde gerne mal hören, wie ihr euch das vorstellt, wie das Projekt weitergehen soll, weil bisher habt ihr Attribute umgesetzt und welche programmatischen Konzepte, zum Beispiel Methoden oder so weiter, könnte man denn noch grafisch darstellen? Also es gibt bisher die Möglichkeit, Attribute und Methoden hinzuzufügen. Das ist natürlich visuell ein kleines bisschen schwieriger. Also man kann natürlich versuchen, Methoden durch Aktion darzustellen, aber also man kann es natürlich jetzt irgendwelche Animationen einfügen, aber das ist natürlich ein bisschen begrenzt. Vor allem noch grafische Möglichkeiten sehen wir in Dingen wie Vererbung, indem wir die Möglichkeit geben, sozusagen jetzt das ganze Ding in eine Gruppe zu packen, die wir kopieren. Und wir können dann diese alten Elemente nicht verändern, aber neue hinzufügen, um diese Vererbung und Erweiterung wie Dekorationsentwurfsmuster besser darzustellen.